Schlafstörungen sind sehr verbreitet, vor allem bei älteren Leuten. So Dr. Albert Wettstein hat einen betroffenen Mann besucht und eine Lösung gefunden. Fritz Bühler und seine Ehefrau sind ratlos. Seit etwa 6 Jahren wacht der 88-Jährige jede Nacht 2 bis 3 Mal auf, weil ihn seine Beine so fest plagen. Jetzt hat er genug vom nächtlichen Spuk und Dr. Wettstein angerufen. Dr. Wettstein hat sich intensiv mit seinem Fall befasst und besucht ihn heute im Pflegeheim im Kanton Solothurn. Ich besuche jetzt den Herrn Bühler. Er kann nicht gut schlafen wegen seinen Beinen. Ich meine, ich weiß, was er hat. Und wenn sich das bestätigt, kann man sicher etwas machen dagegen. Herein. Grüezi, Herr Bühler. Ah, grüß dich, Herr Doktor. Grüß dich, Herr Doktor. Schön. Schön, dass Sie gekommen sind. Gut. Ja, wollt ihr hier Platz nehmen? Ja, gern, ja. Herr Bühler, was haben Sie für eine Art Störung im Schlaf? Bei Füßen fangen an zu zucken. Einfach so nachher. Beide? Beide. Gleichmässig. Ja. Und es wird so stark, dass der ganze Körper hodelt. Wenn ich nicht aufgehe, Beine hängen und dann eben einsalben und massieren. Und das geht 10 Minuten, 4 Stunden, muss ich hier ein bisschen kneten, die Zehen, die Lauffläche oben und die Fesseln. Genau. Und dann können Sie wieder einschlafen? Und dann kann ich wieder einschlafen. Und wie lange geht es? Ja, mit Einschlafen habe ich eben die Mühe. Also, was Sie schildern, ja, ist ganz klar, was es ist. Das ist die sogenannte rhythmische Bewegung von den Beinen im Schlaf. Ja. Das haben Sie vielleicht schon gesehen, wenn ein Hund schläft oder eine Katze schläft. Die machen die ja so zucken. Ja, ja, genau. Und ja, das ist normal in kleinem Ausmaß. Ja. Bei Ihnen ist das in einem Übermaß. Ja, das ist extrem. Ist immer ein Übermaß. Es lässt mich nicht schlafen. Nein, das lässt mich nicht schlafen. Ich wache auf Aufwand. Jawohl. Ja. Die periodischen Beinbewegungen, ja, die wecken Sie auf. Die wecken mich und, auf, ja. Und darum finden Sie keinen ruhigen Schlaf. Nein. Ich darf jetzt vielleicht noch erwähnen, extrem ist es gekommen. Ich habe vor etwa 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, eine Aortaoperation. Oh ja, das kann das verursachen. Und dann weg ist es böse. Ja, ja. Man muss ganz spezielle Medikamente, ja, nehmen. Ja. Und zwar, Sie haben eins von denen, haben Sie, aber in einer zu niedrigen Dosis. Niedrige Dosis. Nämlich ein antiepileptisches Medikament. Ja. Aber Sie müssen einfach langsam die Dosis steigern, ja, bis Sie das nicht mehr haben. Ich glaube, es ist eine klare Situation. Ja. Ich tue das Ihrem Doktor so mitteilen, damit man das anpassen kann, damit Sie wieder gut schlafen können. Das wäre Ihnen dankbar. Eine Krankheit, die man gut behandeln kann. Oh. Herr Bühler hat also eine gut behandelbare Schlafstörung, nämlich periodische Bewegung der Beine, die ihn aufwecken. Die medikamentöse Behandlung ist so, dass man an die richtige Dosis herantasten muss. Man kann nicht von Anfang an eine höhere Dosis geben, sonst hätte es viele Nebenwirkungen. Aber das klingt in den meisten Fällen gut. Wenn Sie ein medizinisches Problem haben, das Sie mit meinem Rat haben, melden Sie sich bei uns unter Telefon 044 51 28 444.